Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Wir sind jetzt gerade bei der Sitzung und wollen jetzt ein bisschen schnacken. Und genau, letztes Mal haben wir etwas über Dylan herausgefunden, was nicht ganz so cool ist, und einen kleinen Film gesehen mit unsere Namen, also Jesse, mit Blut an die Scheibe geschmiert. Gut, also ich, das werden wir aber jetzt noch nicht machen, sondern erstmal ein paar Nebenaufgaben. Aber ich bin super gespannt, was mit Dylan jetzt los ist. Ich war im Steinbruch. Was soll mit dem ganzen Schwarzstein geschehen? Die Behörde hat den Schwarzstein fast ausschließlich zu Isolationszwecken verwendet. Aber wir müssen weiterdenken. Helme statt Kisten, Messer statt Detonationsschilden. Messer? Ja, Messer. So vielseitig im Konflikt. Schlitzen, stechen, bohren. Okay. Ach, tut mir leid. Ich habe Darling jahrelang mit Kampfausrüstung in den Ohren gelegen. Das ist wohl mit mir durchgegangen. Wow. Das hatte ich nicht von ihr erwartet. Wow. Sieht gut aus hier. Arish macht hier richtige Fortschritte. Ja, das wird hier langsam zur Festung. Seit er sich um die Organisation kümmert, habe ich mehr Zeit, das Zischen zu analysieren. Ich wollte die Resonanz des Zischens in Blutproben isolieren und neutralisieren, aber bisher erfolglos. Also kannst du es nicht umkehren. Noch nicht. Aber vielleicht ist eine Umkehrung zu simpel. Wenn die Resonanz des Zischens menschliche Gene umschreiben kann, dann muss man vielleicht die Resonanz des Zischens umschreiben. Das könnte den Weg für die maßgeschneiderte Anpassung menschlicher Gene bereiten. Ich frage mich, ob das Konzept des verrückten Wissenschaftlers hier verbreitet ist. Hm, könnte sein. Wie geht es mit der HRV-Produktion voran? Besser als erwartet. Wir haben schon genug hergestellt, um Leute aus ein paar Schutzräumen zu holen. Sie sind hier und am Leben. Dank dir. Wärst du nicht gekommen, hätten wir nie so lange durchgehalten. Du hast natürlich auch deinen Teil beigetragen. Wir haben das zusammen auf die Beine gestellt, Emily. Ich muss los. Viel Spaß mit deinen Daten. Oh, das werd ich. Viel Spaß mit deinen Daten. So, mal schauen, was Neues hier gibt. Also, Analyse der Zischerbedrohung Teil 2. Vertraulich. Zusammenfassung. Nom, 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 nom. So, Forscher wurden geschickt, um die rekursive Spruchformel zu transkribieren, die die Zischwesen wiederholen. Im Interesse der Sicherheit wurde das an nicht aggressiven schwebenden Zischerwesen durchgeführt. Ja, würde ich auch sagen. Allerdings wurde kein Unterschied zwischen in diesen Formulierungen und denen der gewalttätigen Zischerwesen festgestellt. Was ist der Zweck dieser sich wiederholenden Formulierungsfolge? In dieser... Nee. Entschuldigung. Ist das die Art, wie das zwischen Individuen befällt, produziert die Spruchformel einen physischen Effekt? Ist es eine Nachricht, eine Inkantation? Ja, vielleicht. Wie konnten die Formeln aus erster Hand aufnehmen? Wir konnten die Formeln aus erster Hand aufnehmen, sie entsprechende Audioaufzeichnung. Ja, das brauche ich jetzt nicht, weil ich das die ganze Zeit höre. Gut. Du weißt, wo ich bin. Lächerlich. Pope klammert sich an Strohhalme. Warum? Wenn das Zischen eine Frequenz ist, warum könnte es nicht Moleküle vibrieren lassen und die menschliche Physiologie ändern? Denk mal drüber nach. Die erforderliche Präzision wäre undenkbar. Erklären. Lass ihn mal ausreden. Gut, wir werden jetzt, warte. So, Missionen.
Findet Dr. Underhill in der Forschung? Ja. So, in der Forschung. Wir sind gar nicht ausgerüstet, um was so Komplexes wie das Zischen zu analysieren. Hochspinnt. Willkommen zurück! Jo. Erstmal. Ja, eins habe ich schon. Ja. Die kommen hier auch wieder. Oder? Hier können wir immer noch nicht entlang. Okay. Ist hier noch jemand? Ja. Hä? Ein Stuhl für dich. Fertig? Ein Stuhl für dich. Ein Stein für dich da oben. Das ist echt schön, dass die kaum Schaden machen. Gut, schauen wir mal hier rein. Kommunikation. Gab's hier welche? Aber ich weiß es gar nicht mehr. Haben wir auf jeden Fall was vergessen. Fahr ein paar. Ja, nee, das können wir. Das Karussellpferd. Was ist das? Und nie zurückgekehrt. Ich weiß nicht, wie man in einem Satz verschwindet, aber ich wünschte, jemand würde sie finden. Ich helfe dir suchen, Topher.
Wir finden deine Mama gemeinsam. Alter, wie creepy. Warte, kann das sein? Kann das sein, dass die das für Dylan aufgenommen haben? Könnte sogar sein, ne? Aber kein Wunder, dass der so... Oder keine Ahnung, ob der creepy geworden ist. Kein Wunder, dass der... böse geworden ist. Wenn er böse geworden ist, das wissen wir ja nicht. Aber es sah schon ein bisschen danach aus. Im spoilerfreien Ding. Überall dieses... warte mal. Ich wette, dass das... nee, okay, das war dann... Lieber Direktor Trench, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Genehmigt haben, ja, das... Hallo Leseratte, die Bücher Begeisterten der Behörde kommen am Dienstag um 17 Uhr am gewöhnlichen Treffpunkt am Ecktisch in der Kantine zusammen. Momentan besprechen wir außer du von J.D. Brooks. Alle Teilnehmer sollen mit ihren Buchbesprechungen bis Montag vor der Mittagspause geben. Also mir ihre Buchbesprechungen. Damit ich mir vor den Treffen ein paar Gesprächsthemen ausdenken kann. Und dann tote Präsidenten. Das ist es nämlich. An die zuständige Stelle. Ich werde von dem früheren Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika kontaktiert. Ich wurde von, ja. Sie erscheinen mir als Geistführer. Was? Warte mal. Ich werde von den früheren... Ach so. Sie erscheinen mir als Geistführer und teilen ihre Weisheit mit mir. John Adams meinte kontinuierlich, dass ich Amerika in Ordnung bringen muss. Aber ich verstehe ihn nicht wirklich. Sie haben alle viele Meinungen. Die anderen sagen, dass ich mir das nur einbilde. Aber Theodore Roosevelt hat mir gezeigt, wie ich mein Rasenmäher reparieren kann. Und ich habe keine Ahnung von Rasenmäher. Wie erklärt man sich das? Tote Männer der Geschichte erzählen mir von der Vergangenheit und der Gegenwart. Wenn Sie meine Fähigkeiten in den Diensten der Regierung stellen möchten, lassen Sie mich das bitte wissen. Ich weiß, dass mich das Weiße Haus gut gebrauchen könnte. Okay. Ja. Ja, nee, ist klar. Ach, jetzt kommen die Leute, ne? Anscheinend nicht. Das finde ich ein bisschen... Das finde ich ein bisschen schade, dass auch bei den gesäuberten Plätzen wieder die Leute kommen. Das ist ein bisschen... irgendwie nicht mehr so viel Spaß. Immer noch nicht?
So. Danke. Gut, dann machen wir mal die Nummer 2 auf. Ups, Entschuldigung. Entschuldigung, schon wieder. So, gefälschte Flugzeuge. Liebe New York Tribune. Flugzeuge sind nicht echt. Ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, warum... okay, Flugzeuge sind nicht echt. Ich weiß nicht... Ich weiß jetzt, wie sie es machen. Die Fenster sind Warte, was? Die Fenster sind Fernsehbildschirme. Das ganze Ding fährt auf riesigen Schienen wie eine Achterbahn, die durch Tunnel unter der Erde rauschen. Flughäfen sind also eher wie Bahnhöfe. Das ist so, weil der Himmel voller Monster ist, von denen wir nichts wissen sollen. Die Flugzeuge, die wir an den Himmel sehen, sind die Monster. Die Regierung lässt die unterirdischen Züge, wie die Monster aussehen, damit sie uns besser anlügen kann. Treten sie nicht mit mir in Kontakt. Ja, gut. Das hat mich ein bisschen aus der Bahn gebrochen. So. Gut. Warte, ich schau mal kurz, ob es hier noch eine gibt. Ah, das. Genau, da war das der Ort der Macht. Genau. Genau, alles gut. Schauen wir mal kurz hier. Ah, warte. Nee. Irgendwo war doch noch ein Raum, wo ich nicht rein konnte. Da war er nicht. Da war es auch nicht. Ja. Das war das, wo ich gestorben bin. Okay, ich frage mich gerade, warum das nicht nur Level 1 war. So, hier war ich auf jeden Fall noch nicht drin. Oder ich war hier drin, aber wurde getötet. Oh. Da habe ich mal was voll. Warte. Um...
ich mal die ganzen Einser zerlegen, zerlegen. Kopfschussschaden. So, das reicht. Dann habe ich noch vier. Upsi. So. Sicherheitsevaluierung und Datenpartner bestätigt. Im letzten Monat kam es auf unseren Servern vor Ort zu einem Zugriff durch nicht autorisierte Nutzer. Nach eigener Untersuchung wurde bestätigt, dass die Nutzer nur auf eine Videodatei zugriffen, die Teil von Dr. Darlings Vorträgen enthielt. Ermittler konnten die Nutzer über ihre IP-Adresse verfolgen. Patrick Blair, Rubens, Arthur, Christopher und Jaco. Diese Personen haben gegen Behördenvorschrift 91 verstoßen und werden von unserem externen Ermittlerteam beobachtet. Weitere Maßnahmen stehen noch aus. Okay. Okay. Hier würde es weitergehen, aber geht's nicht. So. Ah, genau. Da können wir auch noch nicht. Den müssen wir dann irgendwann reinigen. Wahrscheinlich ein Auftrag von Arti. Stelle. Ah, genau, das war das mit dem Monsterbla. Okay, gut. Dann, wir haben Fähigkeiten. Schutzschild. Sehr geil. Das ist gut. So, Schnellreise, warte mal. Wir müssen jetzt Forschung. Okay, wo ist die Forschung? Passstelle, Kantine, Sitzung, zentrale Geschäftsführung. Unsere Kantine. Hotline-Kabine. Wir müssen zum Fahrstuhl. Ich mach mal jetzt nicht die Schnellreise, sondern will das so schaffen. Nee, ich mach jetzt nicht das. So. Wisst ihr, das ist echt ein bisschen nervig. Hi. Yeah.
Wasser. So. Ja, ganz ehrlich, das hätten. Oh. Ja, das hätten die nicht machen sollen. Havanna, nee, das haben wir schon gelesen. Hier waren wir doch. Ja, hier waren wir auch. Genau. So. Ja. Ja. Alter. Es sind ja immer noch welche da. Jetzt nicht mehr, oder? Ja. Wie gesagt, also bei Orten, die noch nicht gereinigt wurden, da gerne. Okay. Ich bin die ganze Zeit daran vorbeigegangen. Also ja, wie gesagt, da können Sie es gerne machen. Aber ja, doch nicht. Wir sind gar nicht ausgerüstet, um was so komplexes zu analysieren. Doch nicht bei. Wir sollten da draußen sein. Die Dinger töten unsere Kumpel, während wir Babysitter für die Geschäftsleitung spielen. Ja, bei gereinigten. So, Besucher. Ja, das haben wir auch. Hä, ja, das haben wir doch alle schon. Großstadtlegende. Großstadtlegende sollen die Erschaffung von gewandelten Materialien auswirken. Können aber die Charisma. Das haben wir doch auch schon. So. Okay. Erinnerung, wenn Sie eine unvorhergesehene Raumverschiebung erleben, ja, befolgen Sie diese einfachen Schritte. 1. Vielen Dank. Sie den Raum nach so, geht's da hinten irgendwo hin? Was ist das? Abendessen. Reservierung zum Abendessen um 19 Uhr bei Jess. Ambre, Ehefrau trifft sie dort. Kommen Sie nicht zu spät. Blumen liegen für Sie an der Rezeption in der Lobby bereit. Nicht vergessen, sie wird 46. Guter Ehemann. Uiuiui. Ich mache hier wirklich alles kaputt. Ah. Entschuldigung. Wo gehe ich hin? Ach, da. So, mal schauen, ob hier noch irgendwas gibt. Okay. Oh, süß. Gut, sehr geehrte Mr. Potts, sehr geehrte Mrs. Potts, mit großem Bedauern muss ich Ihnen mitteilen, dass Ihr Sohn Graham Potts letzte Woche bei einem Einsatz ums Leben kam.
Genauere Details zu seinem Tod sind streng vertraulich, doch habe ich die Ehre, Sie darüber zu informieren, dass er im Dienst für sein Vaterland gefallen ist. Sie können stolz darauf sein, dass er im Angesicht der Gefahr großen Mut bewiesen hat und sich dem Schutz unserer Nation gegen ihren Feind verpflichtet sah. Er wird seine Kameraden und Kollegen stets in Erinnerung bleiben. Ich bedauere den Schmerz, den Ihnen diese Nachricht bereiten muss, aufs Äußerste. Ich hoffe, dass Sie etwas Trost in der Tatsache finden, dass sein Opfer das Vaterland beschützt hat, das er so geliebt hat. Seine Habseligkeiten werden Ihnen so schnell wie möglich zugestellt. Hochachtungsvoll, bla bla, Stefan. Ja. Nice. Die sind ja auch schon voll. Dann zerlege ich die mal. So. Super. Ah, jetzt kann ich hier rein. Alter Schwede. Okay. Schadensschub. Hier. Junge, plus 51%. Das ist nice. Haftnotiz. Ach, jetzt hör doch auf. Was ist die Haftnotiz? An die zuständige Stelle. Falls Sie es noch nicht wissen, irgendwas hat dazu geführt, dass sich eine Haftnotiz in meinem Büro verdoppelt. Verdoppelte. Mein Büro ist derzeit nicht nutzbar. Ich werde von zu Hause arbeiten, solange das Problem nicht behoben worden ist. Sie können mich über mein Handy oder Festnetz zu Hause erreichen. Hochachtungsvoll, Bozer, Vizestabschef. Ja, wurde anscheinend nicht behoben. Okay. Nice. Gut. Schlägt sich die neue Direktorin ganz gut. Was für ein erster Tag. Dann gehen wir nochmal zurück. Und ins Direktors Office. Entschuldigung. Hi. Wo sind wir hier? Ach so, das ist die Hotline, genau. Hotline-Kabine. Ja, das haben wir alle schon gehabt. Nö, kein Bock.
Das Haus regelt es ja eh selbst. Also, dass ich hier jetzt alles kaputt mache. So. Was denkst du über all das? Sieht übel aus, aber das kriegen wir hin. Genau wie wir den gewandelten Gegenstand hinkriegten, der die Leute dazu brachte, sich im Klo zu ersäufen. Jetzt ist er weg. Was? Die Munition geht weg wie... was so schnell weggeht. Gut. Oh, wir haben schon wieder Überlänge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Diese Runde war ein bisschen, suchen und rumirren. Aber jetzt, ab nächster Runde geht's dann wieder weiter mit Dr. Underhill in der zentralen Forschung. Bis dann, macht's gut. Tada.